Herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute die Demo von euch von The Ninth Colonel. Channel Nummer 5, Channel Nummer 9. Ach, scheiß der Hund doch drauf, wir starten das Game. Okay, wo sind wir? Im Auto? Haben wir einen Unfall gehabt? Oh, komm! Oh! Oh, don't do this! Nein! Komm! Ach du Schande, ey! Wo macht aber Angel mit dem Ohren? Wer wird jetzt der Nächste? Okay, haben wir irgendwie eine Taschenlampe? Irgendetwas? Licht? Licht wäre schon schön. Licht ist unser Freund. Okay, wir müssen anscheinend hier. Ach du Scheiße. Die Grafik gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Alter, sind das Hände? Die schnitzt? Jetzt ist hoffentlich geschnitzt. Ah, okay, vielleicht auch nicht. Okay, ist eine Art Stuhl. Von Dead Kennedys oder was? Was war jetzt das? Thermoskanne? Kleiner Thermobecher? So, dann. Please equip the key to unlock. So, wo ist denn. Mit dem Key? Please use the correct key. Ah, okay, das ist eine Art Schlüssel. Heißt also, wofür haben wir jetzt hier den Schlüssel gefunden? Wir müssen natürlich einen anderen Schlüssel finden, ist ja klar. Oh, holy moly. So, high five eben. Okay, jetzt ist Licht an, wie schön. Ah. Easy Cube. Können wir hier den. Ist der hier für? Ja. Okay. Intimität. Bisschen wie die 40. Würde wirklich bringen an der Stelle. Okay, ist jetzt hier um Pädophilien? Mann, Leute, Taschenlampe, irgendetwas. Gib mir noch ein bisschen Licht. Klingt so poetisch. Gib mir doch ein bisschen Licht. Ja, aber gründe mal erst. Gib mal hoch. Ah! Okay. Alter. Alter, ich hab's auch schön, wenn ihr doktert hier. Warte mal, der hält irgendwas. Okay. Ah, wir haben noch so einen Thermobecher gefunden. Gott, der ist eben. Mal schauen, ob der jetzt hier hinten passt. Dieses komische Symbol konnten wir davon noch nicht aufnehmen. Ups. Okay. Also jetzt mal ohne Schmuh. Wer macht denn bitte, wenn er hier eine Treppe hinsetzt? Das zu seinem Eingang. Nö, da musst du erstmal durch den Stollen durch. Mit dem Thermobecher rosa die Tür öffnen. Erst dann kannst du hier vorbei und hier die Post bringen. Ein Stollen bestimmt. Chapter Devil's House. Ach du Schande, Alter. Also ich möchte ja nicht irgendwie, dass das jetzt irgendwie sinister klingt, ja? Aber
Chapter Devil's House, da sollten eigentlich alle Alarmsirenen angehen und sagen, geh da mal nicht drin, mach mal nicht. Aber, ja, willkommen bei Benny und Steve. Christopher Harrison. Oh. Okay. Ja, leicht Abriss, reife Bude hier. Okay, das ist wohl sein Lieblingsbild gewesen. Zum Stuhl davor. Hallo? Eine Taschenlampe, oh ja. Nein, eine Batterieanzeige. Wieso? Oh Mann, wieso hab ich dann die Spiele immer mit Batterien? Wieso? Benny findet aber irgendwelche in seinen Spielen irgendwelche Batterien, die ewig halten. Und ich bei mir irgendwie, oh, ein Spiel, Taschenlampe, angemacht, bumm, sofort aus. Ach Mann, ist so unfair. Benny, wie ist das? Was ist denn das? Ein Elefant? Okay, wir können anscheinend nicht mit irgendetwas hier interagieren. Also, wir können nichts rausnehmen. Oh, super, Paula. Schön. So, gucken, ob wir hier noch irgendetwas finden. Das sieht nicht so aus. Hier haben wir auch wieder so ein Symbol an der Wand. Okay. Oh. Nee, gleich Tür zu. Da, gleich Tür zu. Oh. So, oh, vielleicht können wir hier mit dem alten Telefon jemand anrufen. So, ich gehe erstmal in ach du Scheiße. Okay. Oh. Dear Miss Charlotte, the purpose of this letter is to inform you of my intention to resign from my position as senior genetistic Department of Molecular Ecology at Epsilon Genome Research Institute, effective 2 weeks from now on April der 21.2024. Oh, okay. As my career goals have changed since I start work here. It feels like it's time for me to pursue my dream career that best reflects my current goals. I'm grateful for the opportunities you provided me during my time at Epsilon. If you need any assistance as I transition out of my current role in the next 2 weeks, please let me know. As we move forward, I hope you can stay in touch. Thank you, Christopher Harrison. Okay. Können wir uns jetzt ein bisschen mehr anschauen? Christopher Harrison, okay. Ja. So, gehen wir mal in den Computer, der von mir ein Username. So ist auch unser Passwort 1234 für den Kanal. Hm, schade eigentlich. Das war klar. Das funktioniert nicht. Okay, was haben wir denn hier? Okay, also der hat hier anscheinend für irgendeine Genombude gearbeitet. Oh nein, zieh wirklich an. Scheiße. Mach doch ab, Alter, wer. Komm, schau mal fröhlich, ich mach mal ein Bild von dir. Ja, der zieht mir groß auf und macht halt deine teuren Arme drin. Und weil du da so schön guckst einfach. Ja, weil du da auch so hübsch aussiehst drauf. Null Augenbrauen. Oh Gott. Ah. Oh, das hat ja jetzt nicht so großen Effekt gehabt hier. So, McDavia zu dem Brett. So, was haben wir hier? Oh! Wer ist jetzt hier? Tinky, Winky oder wer ist das von den Zwergen? So, auch so ein Ding, was ich halt sehr anspielen mag, wenn man wirklich alles aufmachen kann, irgendwie. Komm, smile. Ja, schön. Nee, war ja eher so ein Grinsen, ne? Bei Smile. War ja. Ja. So, hier ist zu. Hier ist zu. Ach Gott.
wir hier nochmal schauen. Oh, was ist denn das für eine Ecke? Oh, okay. Einfach nur eine dunkle Ecke. So, also das heißt, wir müssen in den Keller runter. Yay! Schau, schön, freut mich. We are all the same. Mhm. Oh, echt jetzt? So, bis jetzt scheinen die Xe überall mit bei zu sein. Also nicht, dass das jetzt funktionieren würde, irgendwie. Nein, das hat funktioniert! Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, cool, hey. Sarah. Oh, was ist denn das jetzt hier irgendwie? Ja, ist der Selbstschussraum hier oder was? Ach man, wieso? Hm. Oh, da hinten in der Ecke. Schön. Mr. Knubbelkopf. Oh. Mordegig. Mordegig ist der User-Passwort. Ah, eine Batterie. Ja, und nun? Jetzt brauche ich bloß ein Passwort. Oh Gott! Gott! Nein! Nein! Ach, ich bin da dagegen. Nein! Kannst du mir das Passwort nicht einfach zurufen? Oh, pretty please! Oh. Nimm sie! Aha, ein kleines Mädchen. Alter, bitte. Schöne lausche Ecke hier, schön. Ne? Da hat man sich auch wirklich Mühe hier irgendwie bei der Architektur der Wohnung hier. Schön. Eat, hope and love. Okay. Hallo! Also, trau dem Braten nicht. Aber wirklich akkurat zusammengelegte Handtücher. Hier muss man neidlos anerkennen an der Stelle. So, was haben wir da? Unsere lustige Familie. So, einmal drehen. So. Also da es eine Demo ist, bin ich der Meinung, werden wir jetzt gar nicht so viel tatsächlich irgendwie über die Story erfahren. Ist hier jemand irgendwie, war hier jemand eingeschlossen oder warum ist hier Essen und alles? Mal diese, oh Gott, das Willen. Immer wieder ein schönes Bild. Also kommt gleich nach Europaletten. Mal so ein gezeichnetes Bild irgendwie. Ansonsten ist jetzt der Raum relativ nutzlos, außer dass wir jetzt hier lustige schwarze Bilder gefunden haben, die auch genauso nichts aussagen tatsächlich sind. Jetzt haben wir. Oh, ist aber schön guldend in den 80er-Jahres-Style fließt hier. Art Deco. Sehr nice. Auf, ey. Oh, ach, das ist so eine richtig beschissene Idee, die man hatte. Einfach so, ey, wollen wir einen Kanal machen, wo wir nur Horrorspiele spielen? Das ist total cool, macht bestimmt total Spaß. Macht's nicht! Macht keinen Spaß! Das ist schlimm! Ey, einfach nur schlimm! Ah, so schlimm war er doch jetzt auch nicht. Ach, komm, hör auf, Jojo. Du stehst doch auf dem Sofa noch irgendwie. Ach Gott, ey, warum, ey? So ein fiese Ding, das hätten wir gar nicht kommen sehen. So, was haben wir denn hier? Darf ich die hier nehmen? Einfach so, schön. So eine schöne Zahnbürste, die sieht auch gut aus. So, schön, das hat mir jetzt aber auch nichts gebracht. Ha!
Mann, Alter, jetzt hört doch mal auf mit diesem Scheiß hier. Wirklich. Oh Gott. Oh, Mann. Oh. Echt, du hast dich dabei jetzt nicht erschrocken, Jojo? Alter, das ist ja schlimm hier. Der Schrank ist weg. Schön hier. Oh, ey, jetzt lass hier bitte nicht hinter jeder Ecke ein Jumpscare sein, ey. Das ist dann. So was schicken die durch hier. So, hier ist noch eine Batterie. Wie viel haben wir denn? Oh, 75. Und wie es aussieht, können wir die leider nicht bunkern irgendwie. Das finde ich ein bisschen schade, tatsächlich. Hm. Was ist denn das überhaupt für eine beschissene Wohnung, Alter, ey? Das ist... Ich habe gar kein Verständnis für, tatsächlich. Alter, was ist denn das Ding gebaut? So, hier ist noch eine... ich würde nur sagen, Passwort? Will it be? So, bevor ich jetzt dahin gehe, gucken wir aber erstmal diese wunderschöne Kassette an. Mach die hier rein. Please equip the tape. Ja. Gut. So, dann mach ich mal kurz noch die Flashlight aus. Please take your sit. So, what's your name? Thank you. I am Christopher Harrison. Hello, Christopher. Please tell me about your field of research. I'm a genetic engineer. I work for Epsilon Research Institute. I have contributed to over 10 global research projects with a highly knowledgeable and skilled team. We have done extensive research on genetic formulation at the Epsilon Research Lab, through which we have successfully created various new transplantation of cells, tissues, or whole organs from artificially modified animals and plants. Have you submitted your papers to the board? Yes. Okay. Well, we do have a copy of your paper, and we have looked upon it quite extensively. And do I say this? The nature of your project is quite sensitive, especially the type of resources you have used for your research, but also the level of modifications you have committed to them before transplantation. Did you guys receive a valid permit before conducting it? Yes. Our team did. Did you? Okay. Let's go with it. We'll forward your paper. Our panel will notify you when the next circular begins. Ja, sehr einladend. Ich denke, 1940 wird das Passwort sein. Jetzt kann ich mal so schön das Haus hier. So, okay. Machen. Ich muss sagen, wirklich, die Grafik gefällt mir echt gut. Die ist halt wirklich... Was? Nein, wieso? Also, ich weiß, das Ding noch da, aber ich würde mal kurz nochmal hier hingehen. Nicht, dass man einen schlimmen Effekt verpasst. Oh, Schlüssel. Okay, jetzt habe ich hier so einen Schlüssel in der Hand. Das ist ja auch ein Stich. Die anderen konnte alle wegstecken. Das ist ja nett. Okay. Hm. Das ist jetzt so mit so einem Schlüssel rum, Alter. Das ist ja, na, kennt man ja auch. Ne? So läuft man dann auch mal nach Hause. Okay, gut. Na dann, geht mal zurück. Hoffnung, dass das jetzt nicht wieder schlimmer wird. Ach, die Tür war zugeschlossen oder was? Aus! Aus, ey! Ne. So!
Also, Mode, Gig. Und 1914? 100 Dateien. Schön. So, das war also das, was er aufgezeichnet hat. Schön. Okay. Tür. Mhm. Müll. Und ein Gartentor. Grün. Bisschen Batterien sparen, diese 40% runter. Vorsicht. Ach, jetzt ist er offen. Cool. Nicht. Jawohl. Na klar. Geil. Ja, also dem Architekten gehört hier eine Statue gesetzt, würde ich sagen. Wahrscheinlich wurde ihm hier eine Statue gesetzt. Taschenlampe mehr. Ach, das darf doch nicht wahr sein, ey. Hallo? Alles gut? Tür verschlossen. Das kommt jetzt wenig überraschend. Das ist aber schöne Gardinen davor. Ach, schön. Ja, das ist halt, wenn mit Stil, ne? Wenn mit Stil. Okay. Oh. Alter. Ach komm, hör auf. Das war uncool. Wie, was? Was ist denn nun los? Jetzt hantet er uns oder was? Oh, den hat er wirklich fertig gespargelt hier. Eddie. Bist du? Was? Oh. Nein. Outlast-mäßig verstecken. Wieso? Na, nie, na, nein, 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 geh doch einfach weg. Da findet er mich jetzt. Oh ja, oh ja. Kann ich einfach an dir vorbeischleichen? Nein. Nein, konnte ich nicht. Ja, das hilft uns jetzt hier aber auch nicht weiter. Okay, also hier ist Sackgasse.
Hier kommen wir nicht runter. Vorne, da, die Tür ist abgeschlossen. Heißt also, irgendwo muss ja der Schlüssel sein für das Gitter. Und ad hoc würde ich jetzt mal sagen, er hat den Schlüssel irgendwo. Oder Edi. Taschenlampe wäre jetzt, würde auch bringen an der Stelle, möchte ich sagen. So, und wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, so, man kann jetzt auch nicht unten runter durchkrauchen, das geht auch nicht. Genietet. Immer nicht. Okay. Müssen wir abwarten, bis er hochgeht und das Tor öffnet, aber das wäre natürlich eher unwahrscheinlich, dass das passiert, oder? Das ist halt nicht. Okay, okay. Ah, okay, ja. Das war jetzt das Ziel, dass wir uns von hier runterschmeißen lassen, oder was? Füßlein. Okay. War die Demo. Ah, okay. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ja gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Projekt.